So passt's, ja. Ja, liebe Festbesucher, liebe Ehrengäste und nicht zuletzt, liebe Dörnolzhäuser. Wobei mich von denen wahrscheinlich nicht viel hören, denn die sind gerade irgendwo im Dienst, stehen an Bonkassen, Kassen, Theken oder sonst irgendwo und sorgen dafür, dass es unseren Gästen gut geht. Bevor ich fortfahre, Meister Rüdiger Hess hier ist, da ist er schon. Rüdiger, ich weiß, dass du uns Dörnolzhäusern sehr gewogen bist und das zeigt sich auch an der tollen Unterstützung, die wir für die Ausrichtung dieses Festes, unserer Geburtstagsfeier gehabt haben. Bitte gib unseren Dank an den Bauhof und auch an die Verwaltung weiter. Das war schon sensationell. Wir begrüßen unseren neuen Landrat, Jürgen van der Horst. Herr Landrat, dass Sie als Nordwaldecker den weiten Weg zu uns in den Süden nicht gescheut haben, das ehrt Sie und es freut uns. Wir hoffen, dass der Grenzübertritt reibungslos verlief. Scherz beiseite. Wir wünschen Ihnen eine glückliche Hand und freuen uns auch über die neuen Akzente, die in der Kreisverwaltung Einzug gehalten haben. Noch ein neuer. Es ist toll, dass unser Regierungspräsident da ist. Herzlich willkommen, Marc Weinmeister. Sie sind, soweit ich weiß, zum dritten Mal in Dörnolzhausen. Mindestens. Ich prophezeie Ihnen, dass es nicht gelingen wird, jedes Dorf in Ihrem Regierungspräsidium dreimal zu bereisen. Könnte knapp werden. Neulich waren Sie ja mal hier auf der Nachbarschaft in Geismar. Da haben Sie ja angeblich gesagt, dass es für so kleine Dörfer unwahrscheinlich schwierig wäre, große Feste zu organisieren. Ich glaube, wir haben die Nase einen Hauch weit vorn. Zum Schluss begrüße ich noch unsere anderen Ehrengäste, und zwar unter anderem unsere Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg und unseren Kreistagsvorsitzenden Rainer Hesse. Rainer, schönen Dank auch für die Unterstützung. Du weißt ja, einer meiner Lieblingssprüche ist, lieber ein Onkel, der was mitbringt, wie eine Tante, die Klavier spielen kann, ist also immer alles hoch willkommen. Ich begrüße die Herren Ortsvorsteher, Kollegen, ich begrüße die Mitglieder von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung. Seid uns alle herzlich willkommen. Dörnolzhausen feiert Geburtstag, 775 Jahre. Wir feiern uns selbst. Wir feiern eine tolle Dorfgemeinschaft. Wir feiern ein schönes Dorf. Wir feiern die Vergangenheit und wir feiern die Zukunft, die wir hier in Dörnolzhausen anpacken und vor der wir keine Angst haben. Ich danke allen, die uns unterstützen, einen solchen Tag auf die Beine zu stellen. Sie alle zu nennen, würde den Rahmen sprengen. Mir bleibt nur zu sagen, Dörnolzhausen, zurück geht's nur zum Anlauf nehmen. Danke. Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher, für die freundliche Begrüßung hier in Dörnolzhausen. Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, Herr Kreistagsvorsitzender. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man hierher schaut. Und nachdem ich die ganzen Autos gesehen habe, die auf dem Weg von Bad Wildung oder beziehungsweise von Fritzlar, wo ich hergekommen bin, hier rübergefahren, als ich rübergefahren bin, die alle hier schon auf dem Weg waren, weiß ich jetzt auch, wo alle hin wollten. Das ist ein gutes Zeichen. Ich frage mich allerdings, eigentlich wollt ihr doch heute euren 775. Geburtstag feiern. Ich habe das Gefühl, Dörnolzhausen arbeitet im Moment und andere feiern. Das ist ein gutes Zeichen. Ich stelle mir jetzt nur vor, wann feiert ihr? Um 18 Uhr werden wahrscheinlich alle hier aus dem Dorf gejagt, die nicht hier wohnen, und dann geht die Party erst richtig los. So ungefähr könnte man sich vorstellen. Aber ich finde es toll, welche Gastfreundschaft ein Ort wie Dörnolzhausen hat, ohne irgendjemanden zu nahe zu treten zu wollen. Dass ihr nun der größte Stadtteil von Frankenberg seid, würde, glaube ich, keiner behaupten. Mit so einer Dorfgemeinschaft, aber trotzdem so etwas auf die Beine zu stellen, ist unglaublich. Ich gratuliere euch nicht nur zum Jubiläum, sondern vor allen Dingen das, was ihr leisten könnt, wirklich toll. Hier, als wir, glaube ich mal, beim Hof von Matthias Eckelt, als wir Starke Heimat damals einen Pizzaofen angeschafft haben für den Ort. Und damals habe ich erfahren, was es hier in Dörnolzhausen so alles gibt. Was mich besonders stark beeindruckt hat,
war die Sache, dass es eine Männerrunde, einen Männerstammtisch gibt und einen Frauenstammtisch, die sich regelmäßig treffen. Und jetzt sind das ja nicht so viele und da kommen dann auch alle hin, über die Generationen hinweg. Und vor allen Dingen ist das dann auch für jeden eine Herzensangelegenheit oder eine Ehrensache. Und das ist das Schöne. Und das ist auch die Frage, warum ich heute hier bin. Am Ende ist es entscheidend, dass die Menschen, die bei uns in den Dörfern und Städten wohnen, ihr Dorf, ihre Heimat selbst in die Hand nehmen. Dass sie sagen, so möchten wir leben, so möchten wir unser Dorf ausgestaltet haben, so möchten wir gerne unsere Nachbarschaft pflegen. Und das Entscheidende dabei ist, das war früher halt nicht so, sondern früher war es so, dass der jeweilige der Landesherr vorgegeben hat, was in den einzelnen Dörfern passiert ist. Der hatte seinen Vogt dann da, der hat darauf geachtet. Aber dass die Bürgerinnen und Bürger selbst mitgestalten können, das hat sich erst in den letzten 200 Jahren ausgestaltet durch die Reform des Freier vom Stein, der gesagt hat, lasst die Bürgerinnen und Bürger ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen. Und seitdem haben wir so etwas, was wir Kommunalpolitik heute nennen. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Orte sich selbst verwalten, dass sie selbst sagen können, wir wollen so oder so oder so unsere Heimat ausgestalten. Und das ist wichtig, weil sie selbst am besten wissen, was zu ihnen passt, wie die Dorfgemeinschaft funktioniert, welche Schwerpunkte man setzen will und vor allen Dingen auch, wo Maßnahmen notwendig sind, um ein Dorf zu verschönern oder meinetwegen auch umzugestalten. Lieber Ortsvorsteher, kommen Sie bitte mit nach vorn, lieber Herr Bürgermeister. Und deswegen kann ich die Urkunde verlesen. Im Namen der Hessischen Landesregierung verleihe ich der Soldanstadt Frankenberg-Eder, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Regierungsbezirk Kassel, aus Anlass des 775-jährigen Jubiläums der erstmalig urkundlichen Erwähnung des Stadtteils Dornholzhausen die Freier vom Stein Ehrenurkunde. Die Freier vom Stein Plakette wurde der Stadt Frankenberg bereits am 9. Juni 1973 verliehen. Die Hessische Landesregierung würdigt durch die Verleihung dieser Ehrenurkunde die von den Einwohnerinnen und Einwohnern zum Wohl des Gemeinwesens geleistete Arbeit mit den besten Wünschen für eine friedliche Zukunft. Wiesbaden am 16. Juni 2022, der hessische Minister des Innern für Sport, Peter Beuth. Herzlichen Glückwunsch, Dornholzhausen. Schöne Feier. Wir freuen uns. Total. Und da können Sie sicher sein, Herr Regierungspräsident, wir werden uns auch belohnen. Aber wir haben heute Abend ja noch ein Sommernachtstreff mit Live-Musik. Morgen Abend ein Disco-Abend, übermorgen eine Scheunenfete mit Donaupower, aber ab Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst, da gehört die Halle dann uns. Herr Präsident, Herr Bürgermeister, Frau Landesabgeordnete, Herr Kreistagsvorsitzende, meine sehr verehrten Festgäste, liebe Menschen aus Dornholzhausen mit den vielen grünen, toll anzuschauenden Poloshirts, ich darf Ihnen zunächst einmal herzlich gratulieren, Ihnen den Menschen aus Dornholzhausen, die hier ein stolzes Jubiläum feiern. 775 Jahre ist eine lange Zeit. Das ist die erste urkundliche Erwähnung. Und tatsächlich ist ja die Geschichte sicherlich noch einige Jahre älter. Was heißt das eigentlich für einen Ort in dieser Größenordnung? Das waren sicherlich auch spannende Zeiten dabei, auch sicherlich nicht so ganz einfache Zeiten dabei. Und wer sich geschichtsträchtig bewegt und in der Geschichte der Heimat gut unterwegs ist, der weiß, dass nicht viele Orte in dieser Größenordnung so alt geworden sind. Ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und die Antwort geben Sie heute. Sie stehen für Ihren Ort ein, Sie sind heimatverbunden, Sie kümmern sich umeinander und einen so vitalen Ort mit dieser Größe haben wir so furchtbar viele auch in unserer Region tatsächlich nicht vorzuweisen. Vielen Dank erst einmal für die freundliche Aufnahme. Ja, der Grenzübertritt war unkritisch, es war relativ viel Verkehr unterwegs. Ich habe, anders als der Regierungspräsident, das schon geahnt, dass Dornholzhausen heute der Magnet schlechthin sein wird. Bin 10 Minuten vor der Zeit losgefahren, war Gott sei Dank auch an dieser Stelle pünktlich.
Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete, Regierungspräsident, Landrat, Ortsvorsteher, Kreistagsvorsitzender, natürlich hätte ich dazwischen auch sagen müssen. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch allen hier in Dörnholzhausen für 775 Jahre. Ich weiß, so alt sieht hier niemand aus, aber ich möchte auch dazu sagen, es ist ja schon viel geickt worden auch. Man hat ja hier in Dörnholzhausen wirklich sehr viele Sachen, da muss man sagen, der Stadtteil ist spitze. Erstens ist es so, dass Dörnholzhausen alphabetisch in erster Stelle steht von allen 13 Stadtteilen. Und Dörnholzhausen auch an der Spitze steht bei den kleinsten Stadtteilen. Das ist ganz einfach so und dafür herzlichen Glückwunsch schon mal. Und da macht ihr ganz fleißig mit, Matthias, das muss ich jetzt nochmal sagen. Denn wir haben aktuell zum 1. Juni diesen Jahres 71 Einwohner. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wie lange hält der Stadtteil Dörnholzhausen schon diese rund 70 Einwohner. Ich will es eröffnen. 775 Jahre alt, seit 450 Jahren hat Dörnholzhausen immer um die 70 Einwohner. 68 bis 72 will ich mal dort einbinden. Also das heißt, hier geht kein Mensch verloren. Hier haben wir keine Abwanderung. Das bleibt alles hier. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, bleibt der Ort dem Menschen treu oder bleiben die Menschen dem Ort treu? Das ist sicherlich philosophisch nochmal zu betrachten. Das könnte Matthias heute Abend mal beim Weinfest ausdiskutieren, was denn dort insgesamt los ist. Entgegen ist in den letzten 450 Jahren die Gesamtstadt Frankenberg um mehr als das Vierfache angestiegen dabei an Menschen. Das heißt, hier halten die Menschen zusammen und da will ich ruhig eine private Geschichte erzählen. Immer wenn ich hier, es gibt ja einen Verein, das ist die Feuerwehr, worüber alles organisiert wird. Und die Feuerwehr hat immer sehr straffe Tagesordnungspunkte. Das dauert auch ein bisschen länger. Und meine Frau fragt mich dann immer, wenn ich später nach Hause komme, warum bist denn du in dem kleinsten Stadtteil, wo doch sicherlich die wenigsten Feuerwehreinsätze sind, aber am längsten dabei? Liegt einfach daran, es gibt viel zu besprechen und die Tagesordnungspunkte sind so intensiv, dass es vieles zu erläutern gibt, vieles zu besprechen gibt. Also auch da ist Dörnholzhausen wieder spitze. Ich muss da hierher nach Dörnholzhausen gekommen sind. Ich denke, ich spreche auch in Ihrem Namen, wenn ich mal Dankeschön sage an dieses Team, dieses fantastische Team, das dieses Fest auf die Beine gestellt hat. Allen voran Matthias Eckel, der aber sich immer nur als einer unter 70 anderen sieht. Und deshalb alle diejenigen, die Sie heute hier auf dem Fest sehen und die solche grünen T-Shirts anhaben, denen sagen Sie einfach mal Dankeschön dafür, was die heute gemacht haben. Matthias Eckel, Ortsvorsteher von Dörnholzhausen, herzlichen Glückwunsch. Einmal zur Freiwehr von Steinurkunde. Zum anderen natürlich für diese Organisation 70 Leute, Einwohner, von denen nicht alle im arbeitsfähigen Alter mehr sind oder noch nicht sind. Ihr habt toll was auf die Beine gestellt. Wie lange hat man organisiert und gemacht? Also in der Tat, wir haben was auf die Beine gestellt und ich bedanke mich wirklich bei allen, die da mitgemacht haben. Sowas geht nur im Team, sowas kann man nur zusammenstemmen. Die Organisation an sich hat 3 Jahre gedauert. Aber die heiße Phase war natürlich das letzte halbe Jahr und vor allen Dingen die letzten 4 Tage. Da ist von uns hier keiner mehr als 2 bis 3 Stunden im Bett gewesen. Das war schon ein Kraftakt. Dörnholzhausen ist ein landwirtschaftlich geprägter Ortsteil von Frankenberg. Und wenn man so durch den Ort geht, die Höfe sieht, die ausgestellten Maschinen sieht, ihr seid stolz auf eure bäuerliche Herkunft. Das sind wir in der Tat. Wir haben in Dörnholzhausen bei 13 Haushalten immer noch 8 landwirtschaftliche Betriebe. Der Ort ist bäuerlich geprägt, egal wo sich Leute treffen, immer wird über Landwirtschaft gesprochen. Und ich glaube, es ist ja auch vorzeigbar. Das, was wir machen, ist gut und wir machen es gern. Sehr früh war Dörnholzhausen schon mit der Windkraft unterwegs. Lief mal gut, dann mal weniger gut. Das ist nun mal so, wenn man in Anlagen investiert. Nichtsdestotrotz, ihr haltet dran fest. Wir halten dran fest und ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachrichten der letzten Wochen und Monate geben uns doch recht. Es bleibt doch keine Alternative zu örtlicher Energieerzeugung. Natürlich ist es nicht immer schön, wenn man aus dem Fenster schaut und eine Windkraftanlage sieht, aber wo ist die Alternative? Wir werden das auf alle Fälle so weiterführen. Der ganze Ort ist nun Festmeile und es sind Institutionen da, die nicht immer
selbst auf größeren Festen, Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, THW, ganz viele Aussteller. Ja, ich weiß nicht, meine ihr müsst einen guten Ruf haben. Ach, das weiß ich nicht, ob es daran liegt. Es liegt vielleicht auch daran, dass es das erste größere Fest in dem Rahmen ist, das nach Corona überhaupt mal wieder möglich gewesen ist. Ich habe überall offene Türen eingerannt. Die Leute, die Hilfsorganisationen, die Aussteller, alle sind so froh, dass sie sich mal wieder zeigen und präsentieren können. Das hat, glaube ich, mit Dörnertshausen wenig zu tun. Auf jeden Fall, lieber Matthias, ich gratuliere dem Ort und dir für dieses gelungene Fest. Ich nehme den Dank gern entgegen und die Gratulation, aber man muss wirklich bedenken, es ist immer ein Team, das dahinter steht. Das sind nie Einzelpersonen. Deswegen der Ort. Gerne. Das Team. Dankeschön. Ja. Schönen guten Morgen. Wir Schäfer und Schafhalter hier aus dem Altkreis Frankenberg wollten euch heute Morgen mal zeigen, wie Schaf geschoren wird. Weil Schafhaltung ist das, was normal draußen stattfindet, wo uns jeder weit sehen kann. Nur beim Schafescher, da sind wir immer versteckt. Da stehen wir im Stall. Und da haben wir gesagt, das passt heute mal der Öffentlichkeit zu zeigen, wie das passiert, dass die Wolle da vom Schaf fällt. Herr Ochse, geht nicht so weit weg, man wollte ich auch noch scheren. Wir haben auf Kosten und Mühen gescholten, haben sogar aus dem benachbarten Ausland die Schere einfügen lassen. Er hat zumindest gesagt, er könnte sich selbst nicht. Ich kenne das jetzt auch noch nicht. Aber es sieht sehr schön aus. Also normal sollte ein Schaf, wenn es so sitzt, so fixiert sein, dass nichts passiert, dass es nicht zappelt. Aber auch Schafe sind fixiert. Und dann gibt es immer mal wieder, dass eins abhauen will, weil es dann doch zu arg kitzelt. Und Erstschuhe! Ja, sehen Sie, das bin ich gerade noch zugerufen. Wir brauchen noch Erstschuhe, also das weiß noch gar nicht, was passiert. Jetzt, jeder Scherer hat so seine eigene Technik. Der Herr Gerhard fängt jetzt am Bauch an, an der Bauchwolle. Manche fangen im Genick an. Was er heute vorführt hat, diese Technik, das ist die sogenannte Bodenschür, die ist in Australien und Neuseeland verbreitet, hier oben, die deutsche oder europäische Schür, die findet auf der Bank statt. Ich weiß, da heute Mittag kommt der Herr Weller zum Scheren, ich glaube, der fährt sogar auf der Bank statt. Wir haben die Schafe oben aufgesetzt. Ich sage dir selber, wenn man das so sieht, ich sage immer, ich habe selber Schafe seit 25 Jahren, habe noch nie eins geschoren. Ich kriege immer von wirklich mehr, dass ich nur hingucken muss. Versucht jetzt erstmal mit der Schere da einen Anfang zu kriegen. Das hat natürlich auch sehr viel Wolle drauf. Das ist jetzt nicht. Ja, ich bin auch.
Alles rumdrehen, ist es wieder auf. Das, ach, da ist angeklärt. Ja. Aber jetzt ist richtig, ne? Ja. Okay. Aber nun ist das wäre nur gar nicht hilfreich. Sind Sie die Brille denn drauf? Weißt du, was du gemacht hast? Aber mach das mal ganz klar mit dem Ding. Da kriegst du richtige Schienen. Und das haben wir in der Lehre. Da, wenn du die Lehre anfängst, kommst du auf die Schiene. Der kein Holzbein hat, der kann nicht so mit dem Freischleppen wieder was anfangen. Sehen. Wie du zielst? Kann man das sehen, wie er zielt? Zack, das ist jetzt eine, zwei hier oben, ne? In der Scheibe. Also bin ich jetzt im Fernsehen? Wenn ihr Feld, Wald und Wiesen unterwegs seid, dann habt ihr hier die Möglichkeit, mal die verschiedenen Trittspuren zu identifizieren. Das ist gut. Das kannst du vielleicht anderen nicht. Genau. Wir haben aber auch noch Lesezeichen. Mit 70 Leuten schaffen ist das ja auch schwierig, ne? Moment. Dankeschön. Ich wollte den Eimer holen, den drehen. Ja, warte, Christa. Da wirst du vor der Ja, hallo. Wer sind die Schlepperfreunde Alte Feld? Ja, Schlepperfreunde Alte Feld. Wir sind eine bunt zusammengewürfelte Mischung aus jungen Männern und Frauen. Sind zum Teil Landwirte dabei oder ehemalige Landwirte, aber auch einfach nur Schlepperfreunde, die sich auch mal einen Schlepper gekauft haben als ihr Hobby. Und ja, wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen. Machen unsere Dieselgespräche, trinken natürlich auch mal ein Schöppchen dabei. Wir fahren auf Veranstaltungen, wie wir heute hier in Donnershausen sind. Haben alle unsere Schätzchen mitgebracht, stellen die aus. Und wenn Fragen dazu sind, beantworten wir die natürlich gerne. Und ja, wir haben Spaß dabei. Jetzt bist du selber Landwirt.
und hast die Entwicklung der Schlepper ja so von Kindesbeinen an mitgekriegt. Also wenn wir uns jetzt mal hier umgucken, wir stehen hier vor so einem Deutz, ja, oder da drüben, da steht McCormick. Das waren ja so Schlepper der Ende der 60er, Anfang der 70er. Damit kann man heute nichts mehr werden in der Landwirtschaft. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Die Maschinen, die heute in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind natürlich zum Teil schon auch satellitengesteuert, fahren praktisch autonom. Und Maschinen dahinter, die präzise Landwirtschaft betreiben, das ist natürlich mit den alten Schätzchen nicht mehr möglich. Deshalb haben wir sie auch aufgenommen, so sage ich mal, restauriert, wieder aufgehübscht. Manchmal haben wir auch so einen Tropfen Farben wieder dran gemacht, damit sie wieder gut aussehen. Natürlich, mit den größeren Maschinen heute sind wir effizienter geworden in der Landwirtschaft. Aber mit den alten Schätzchen haben wir immer noch genauso viel Spaß wie früher, die Landwirte auch. Jetzt, wenn man die Bevölkerung mal so sieht, es gibt immer mehr Leute, die sich für Landwirtschaft im hergebrachten Sinne, aber vor allen Dingen für die alten landwirtschaftlichen Maschinen interessieren. Wenn sich mal jemand für einen alten Schlepper interessiert oder gerne einen kaufen möchte, Tipps braucht, kann der sich an euch wenden? Ja, natürlich sind wir jetzt keine gelernten Landmaschinenmechaniker, aber wir wissen, wo man Ersatzteile herbekommt und wie die Pflege eines Traktors aussieht, da sind wir natürlich dabei. Ist natürlich für viele, die neu einsteigen, ist viel Nostalgie auch dabei und da sollte man ein bisschen vielleicht Abstand von nehmen. Wir sind Treckerfreunde, weil wir Spaß mit den Maschinen haben und nicht hinter der Nostalgie herlaufen, sondern wir haben rein Spaß mit den Maschinen. Wenn man heute eine Feldverführung macht, die wären alle noch einsatzfähig. Die sind alle noch voll einsatzfähig. Gibt hier und da zwar mal, wie sagt man, im Alter wird man vielleicht ein bisschen undicht, dann ist man auch mal ein Tröpfchen unten drunter. Aber das ist eigentlich ganz normal und das tut der Sache keinen Abbruch. Jetzt gehört zum Schlepper auch immer landwirtschaftliches Gerät. In den 60er, 70er Jahren wurden oft die alten Pferdegeräte, Balkenmäher, Heuwender, der Gabelwender, die Spinde und was alle gab, wurden umgebaut zu Schleppern. Das gibt es auch noch bei euch, dass ihr also die Geräte noch vorrätig. Das gibt es auch noch, dass die Geräte umgebaut werden, aber eigentlich auch nur noch für kleinere Vorführungen. Also aktiv in der Landwirtschaft greifen die natürlich nicht mehr ein. Da gibt es heute größere, bessere, effizientere Maschinen. Und zur Schau stellen wir die natürlich auch, restaurieren sie auch teilweise, aber zum richtigen Gebrauch eigentlich nicht mehr. Nee, das war eigentlich so gedacht, dass man sagt, so, trotz der Mechanisierung in der Landwirtschaft, auch in den 50er, 60er Jahren mit Schleppern und Geräten, die Bauern und Bauersfrauen mussten sich immer noch quälen. Ne? Ja, natürlich. Und der Schlepper war ja der erste Schritt vom Pferd zu der Mechanisierung. Und das war natürlich damals relativ gesehen auch schon ein Riesenschritt. Von den Pferden auf den Traktor wurde die Arbeit natürlich auch schon wieder etwas leichter. Man brauchte nicht mehr hinter den Maschinen herzulaufen. Man musste die Führung nicht mehr selber machen in der Furche. Das hat dann der Schlepper zum Teil schon übernommen. Und wenn man das heute bei den neuen Traktoren sieht, ist fast oder sehr viel schon sensorgesteuert. Das heißt, sogar über Kameras werden Reihenkulturen bearbeitet. Und wenn man sich diesen Fortschritt anguckt heute, das ist eigentlich Wahnsinn. Wir dürfen den miterleben und das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Wenn ich jetzt den passionierten Landwirt Olaf Akina frage, welcher Schlepper? Der neue oder auch mal das alte Schätzchen? Kommt immer drauf an, wofür. Für heute natürlich nur das alte Schätzchen, weil hier können wir uns gemeinsam unterhalten, aber für meine tägliche Arbeit natürlich nur der neue. Herr Nolte von den Schlepperfreunden Alte Feld. Hallo. Ja, hier steht natürlich hier so ein Schätzchen mit Macht und viel PS und großen Reifen. Aber du kommst gar nicht aus der Landwirtschaft, ne? Nein. Wie kommt man dann zu einem Schlepper? Ich meine, andere kaufen sich ein Auto. Also ich komme eigentlich von klein auf mit Spielzeugmodellen. Zum Beispiel Siku 1:32 Maßstab. Und dann hat man sich gedacht,
hat man schon so viele Modelle in 1 zu 32. Man interessiert sich dafür, warum macht man nicht mal ein 1 zu 1 Modell? Dann kauft man sich gleich so einen Mordstrupp. Nein, das ist ja mein Zweitschlepper quasi. Was ist denn der Erstschlepper? Ein Fendt Pharma 2. Okay, also eine Nummer kleiner. Ja, genau. Ja. Ohne Kabine. Aber du kommst vom Land, das heißt, Schlepper ja. War nichts Besonderes. Nein. Gerade in der Erntezeit kommt die von morgens bis abends die Straße lang. Und genau. Selbst wenn man mit der Landwirtschaft nichts zu tun hat, mitfahren bei den Landwirten oder auch mal vorne das Lenkrad halten, das ging immer. Und jetzt, das macht Spaß, so eine Sonntagsausflugtour hier mit wie viel PS? Also der hat erst 80. Das ist für einen Schlepper, früher war das schon ganz ordentlich. Ja, aber dann so sonntags mal durchs Gelände fahren, das macht Spaß. Ne? Auf jeden Fall, das macht mir sehr viel Spaß. Jetzt kostet so ein Hobby auch Zeit. Oder wenn man seine Klamotten in Ordnung hat, ist erträglich. Es geht, ja. Wahrscheinlich das Finanzielle wahrscheinlich mehr. Vielen Dank. Okay, danke. Vielleicht neugierig. Nee. Ich möchte das Geschlapper nicht da drin haben. Hey. Alles fein. Da spielst du Fußball eine ganze Saison, da kriegst du den starken Herr Schulze am Grill.